Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des BVB Karrieremodus in FIFA 17. Wir sind wieder am Start und heute geht es weiter in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen, unter anderem mit einem absoluten Topspiel dementsprechend, denn Leverkusen ist natürlich eines der Teams, auf die wir am meisten aufpassen müssen. Momentan Tabellensechster, aber nur 3 Punkte hinter uns. Das heißt, es wird wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um uns von denen abzusetzen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Die Unterstützung auf meinen Videos momentan allgemein, die Aufmerksamkeit ist nicht sonderlich hoch. Ich kenne das ja mittlerweile schon. Ich habe immer diese Phasen, die ganz gut sind, immer diese Phasen, die beschissen sind. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass ich diese Phase jetzt wieder umturnen kann. Aber ihr könnt mir dabei vor allem natürlich auch helfen. Wenn ihr wollt, lasst einfach den Like da. Es heißt immer so, ich bettel nach Likes. Aber das ist kein Betteln. Es ist einfach nur darum bitten und vor allem daran erinnern. Und es hilft halt wirklich weiter. Und die von euch, die die Videos gucken und die mir weiterhelfen wollen, die wissen, dass sie eventuell liken sollen. Aber die vergessen es halt einfach irgendwie. Und deswegen diese Gedächtnisstütze nur nochmal als Erinnerung. Und das werde ich auch immer weiter sagen, weil warum auch nicht? Support ist kein Mord. So. Geklaut von Flying Uwe. Mir egal. So, wir gucken uns einmal kurz den Kalender an, gegen wen es heute gehen wird. Wir spielen gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir spielen gegen Hertha BSC Berlin, gegen BJK, also gegen Beşiktaş Istanbul und gegen die Schanzer. Diese beiden Spiele simuliert und diese beiden Spiele gespielt. Wird, denke ich, sehr, sehr interessant und wir simulieren mal zum ersten Spieltag. Wir haben einige Nationalspieler, die abgestellt sind. Dembele, Götze, Schmelzer, Reus, Schürrle, Sokratis, Guerrero, Semedo, Piszczek und Pulisic. Das sind ordentlich Spieler. Und dazu den Monatsbericht aus der Jugendmannschaft von Erich Schulte, der echt gut aussieht, muss ich sagen. Gefällt mir stark. Allerdings haben wir auf der Position natürlich mit Mohr und Dembele ordentlich Nachwuchspotenzial. Aber naja, gerne könnt ihr auch die Videobeschreibung auschecken. Links zu IGWall, 6% Rabatt bekommen als Gaming TV. Dazu zu meinen Social Media Links, zu meinem Merchandise, was ich hier auch gerade mal wieder anhabe. Sehr gemütlich, der Pullover würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Seit 2012 established mittlerweile. Und ihr könnt Teil der MGT Army werden, wenn ihr ja so richtig supporten wollt. Und dazu natürlich auch noch meine Social Media Links. Instagram und Twitter habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Weiß ich gar nicht. Egal, wir jumpen rein ins Spiel gegen Leverkusen. Ich wünsche euch viel Spaß in der Bayer Arena. Diesmal auch mit Ingame Sound. Vamonos. Liga Alter gegen Bayer 04 Leverkusen. Das war, wie Trainer MGT vor dieser Partie die Begegnung gegen die Werkself beschrieb. Und heute in der ausverkauften Bayer Arena will Dortmund natürlich 3 Punkte holen, um sich abzusetzen von den Leverkusenern und um selbstverständlich wieder ein bisschen ranzukommen an die Spitzengruppe, bestehend aus München und natürlich Eintracht Frankfurt, die momentan auch noch vor dem BVB stehen. Mit einem Sieg würde man an ihnen vorbeiziehen. Dementsprechend natürlich der Fokus auf die 3 Punkte gegen Leverkusen. MGT wechselt im Vergleich zur Vorwoche ein bisschen rum. Die Spieler im Fokus bleiben aber die gleichen. Karim Bellarabi auf der einen Seite, auf der anderen Seite Marco Reus, der Nationalspieler, beziehungsweise die beiden Nationalspieler, bisher mit 2 Toren, das heißt, heute wollen sie natürlich ihr Torekonto wieder erweitern. Marco Reus zuletzt in guter Spätform. Mal sehen, ob er das heute genauso in die Tat umsetzen kann. Wir schauen auf die Elf von Bayer Leverkusen. Leno, Henrichs, Tah, Toprak und Wendell. Bellarabi im Mittelfeld zusammen mit Baumgartlinger, Bender und Brandt. Und vorne in der Sturmspitze Kevin Volland, Neuzugang aus Hoffenheim. Und Javier Chicharito Hernandez. Also eine sehr, sehr starke Aufstellung, die Trainer Roger Schmidt hier auf das Feld schickt. Und auf der anderen Seite gibt es einige Überraschungen, die man so eventuell nicht erwartet hätte. Unter anderem sehen wir ihn da gerade schon. Corentin Tolisso steht in der Startelf, normalerweise ein Spieler für die Champions League, aber heute auch in der Liga eingesetzt von MGT. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Tableau genauer an. Horn, Piszczek, Sokratis, Semedo und Guerrero, Tolisso, Weigel und Götze und vorne drin Dembele, Aubameyang und Reus, das gewohnte Dreierduo in der Offensive. Aber Semedo, Guerrero und auch Tolisso sind normalerweise nicht die Spieler, die zuletzt in der Liga eingesetzt wurden. Dementsprechend eine kleine Überraschung für die Leverkusener, eventuell auch bedeutend mit einer kleinen Umstellung. Wir dürfen gespannt sein, wie sie das heute annehmen werden. Der Schiedsrichter der Partie ist im Endeffekt Jascha Zurheide. Das ist keine große Sache, denn der hat mit beiden Teams bisher nicht sonderlich viel am Hut gehabt. Dementsprechend ist es nicht von Bedeutung. Harald Fimmler war übrigens Assistent. Die Anzeige hier war kaputt. Wir springen rein in die Partie und man muss sagen, in der Anfangsphase ist der BVB in letzter Zeit nicht mehr so gefährlich wie im ersten Saisonspiel, wo er bereits nach 2 Minuten das 1:0 fiel. Im Gegenteil, sie sind eher schwach in der Defensive. 6 Minuten durch, der erste Ball raus auf Julian Brandt, Piszczek sieht dann nicht gut aus. Brandt versuchte selber, Horn ist da, aber auch Hernandez, 1:0 für Leverkusen. 7. Spielminute und die Werkself geht in Führung. Zu diesem Zeitpunkt
natürlich noch nicht verdient, denn wir sind ja erst 7 Minuten drin, aber es hatte sich angedeutet, denn von den Schwarz-Gelben kam nicht sonderlich viel und die Leverkusener waren richtig gut, spritzig und mutig, vor allem in der Offensive, und das kann der Mexikaner hier für sich nutzen und belohnt sich mit dem 1:0 Führungstreffer. Natürlich bitter für MGT, der ärgert sich da auch vollkommen zurecht, denn das ging viel zu einfach und der BVB tat sich lange, lange schwierig zurück in die Partie zu kommen. 20. Minute, der Ball auf Aubameyang, schönes Kombinationsspiel, Reus wird hier wohl nicht gefoult und Aubameyang versucht, allerdings abgefälscht da von Wendell. Wir gucken nochmal etwas genauer auf die Szene drauf. Marco Reus nicht elfmeterreif angefasst und im Endeffekt ist es Wendell mit dem Knie, der den Ball am Tor vorbeilenkt. Leno muss nicht eingreifen, aber es gibt ja noch den anschließenden Eckball reingebracht von Marco Reus. Und da steht er normalerweise nicht für Kopfbälle bekannt, ist Mario Götze. Aber Leno lenkt den Ball noch über die Latte, wäre wohl auch so drüber gegangen. Wir sehen das in der Wiederholung. Allerdings trotzdem ein schöner Aufsetzerversuch vom Nationalspieler. Weiter ging's mit dem BVB, der immer stärker wurde. Allerdings, ja, kam dann im Endeffekt auch Leverkusen wieder gefährlich nach vorne, denn sie hatten jetzt Räume. Xavier Hernandez verliert den Ball hier gegen Semedo. Allerdings entscheidet Yaşar Zuhaide hier auf Freistoß. Und das ist eine sehr, sehr gute Position für die Spezialisten, für Kevin Volland oder auch für Julian Brandt. Allerdings schießt keiner von den beiden, denn Brandt legt ab und da steht Bellarabi, angesprochen vor dem Spiel und hier mit einem sehr schönen Versuch nur knapp über den Kasten von Timo Horn hinweg, der wohl da gewesen wäre, aber trotzdem auf jeden Fall nochmal wert, sich das Ganze in der Wiederholung anzuschauen. Ein schöner Strich vom rechten Mittelfeldspieler der Leverkusener. Danach war wieder Dortmund an der Reihe. Es war jetzt ein mehr oder weniger offener Schlagabtausch. Marco Reus, linke Außenbahn gegen den jungen Henrichs, kann sich da gut durchsetzen. Bisher noch keine große Torgefahr, abgesehen vom Kopfball von Götze. Das war zumindest mal eine Annäherung. Knapp am Tor von Leno vorbei, der wieder nicht eingreifen muss. Aber zumindest die Annäherung, und das ist wichtig, denn man sollte sich vor der Halbzeit noch ein bisschen steigern, um in der zweiten Halbzeit dann eventuell den Ausgleich erzielen zu können. Marco Reus, wie gesagt, zuletzt in Spätform, in guter Spätform, aber im GT im Hintergrund trotzdem nicht zufrieden. Kurz vor der Halbzeit nochmal schönes Kombinationsspiel des BVB, aber das Ganze abgewehrt von Leverkusen, die in der Defensive sehr, sehr solide stehen in diesem ersten Durchgang. Julian Brandt versucht nochmal den Konter einzuleiten, aber macht das Ganze ein bisschen zu langsam und dementsprechend ist Halbzeit in der Bayer Arena. Die Fans mehr als zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft und das vollkommen zu Recht, denn Leverkusen bisher die überzeugendere der beiden Truppen auf dem Platz. Javier Hernandez Tor reicht bisher aus. Und wir müssen gucken, ob in der zweiten Halbzeit denn noch irgendwas geht beim BVB. Es kann auf jeden Fall, allerdings muss es nicht, wie wir zuletzt in den Partien gesehen haben. Und erstmal ging es tatsächlich wieder los mit Leverkusen. 50. Minute, Brandt und dann Piszczek mit einem horrenden Fehler. Was für ein Fehler! Der Ball auf Chicharito, aber der ein bisschen zu überhastelt. Und Horn ist dann im Endeffekt da. Beim 1:0 sah Chicharito schon, sah Piszczek schon nicht gut aus gegen Brandt. Und auch hier wieder die Gelegenheit für den jungen Nationalspieler. Der Konter über Dembélé läuft. Der Franzose dann mit der guten Idee in den Rückraum zu passen. Da steht Corentin Tolisso. Der legt nochmal ab auf Marco Reus. Aber der ist ein bisschen zu überhastet, ein bisschen zu eigensinnig. Hätte nochmal ablegen können auf Tolisso. Macht das nicht. Und somit die größere Chance hier vertan. Wir sehen es in der Wiederholung. Da wäre die Gelegenheit gewesen. Auch Mario Götze hätte da gestanden. Er entscheidet sich, es selbst zu machen. Und das war in der Situation definitiv die schlechte Variante. Aber der BVB ist jetzt wach. Der BVB kommt immer gefährlicher nach vorne. Marco Reus, und wieder ist es Bernd Leno, der den Ausgleich verhindert, aber Szene ist noch nicht vorbei. Das ist Dembélé auf der Außenbahn. Macht den Ball nochmal scharf. Götze, Weigel, und wieder ist Marco Reus. Da kann nicht gestoppt werden von Wendell. Und das ist das 1:1. 62. Minute. Dann klingelt es doch. Und natürlich ist es Marco Reus. Die Form entscheidet über die Tore, die er schießt. Und momentan ist diese Form einfach nur überragend. Gerade noch gescheitert. Eigentlich ja gar nicht seine Seite, die rechte. Aber dieses Mal macht er den Ball rein. Leno ist chancenlos. Und mit Hilfe des Innenpfostens erzielt der BVB dementsprechend den Ausgleichstreffer. Bessere Situation jetzt plötzlich. Und Leverkusen musste sich überlegen, was haben wir getan? Warum haben wir sie zurückkommen lassen? Das hätte normalerweise nicht sein müssen. Roger Schmidt reagierte und änderte so ein bisschen die Taktik. Das heißt, jetzt wurde Leverkusen wieder offensiver. Aber das darf man gegen den BVB und gerade gegen diesen Marco Reus natürlich auch nicht unbedingt riskieren. Denn die sind vor allem bei Kontern extrem stark. Die nächste Chance hatte trotzdem Leverkusen über Hernandez und Julian Brandt. Was für eine Parade von Timo Horn. Dicke, dicke Chance, nur 4 Minuten nach dem Ausgleichstreffer. Wie gesagt, Offensive war jetzt erstmal die Marschrichtung der Werkself. Chicharito legt gut ab und Brandt zieht dann drauf, aber zu viel Kraft, zu wenig Präzision. Wir sehen es in der Wiederholung, da wäre mehr drin gewesen, aber auch aus Horns Perspektive mal beeindruckend zu sehen, wie der Keeper die Arme nach oben reißt und dann seine Mannschaft sofort wieder wachrüttelt, kann gar nicht verstehen, was hier los ist.
Aber es ging besser weiter für den BVB in der Offensive. Schöner Ball von Marco Reus auf Dembélé. Dembélé allein im 16er. Der musste nur noch reinmachen. Leno hält und Aubameyang kommt nicht mehr ran. Marco Reus nochmal mit der Gelegenheit. Legt den Ball in den Rückraum. Da steht wieder Aubameyang. Aber jetzt natürlich wieder gut postiert die Leverkusener. Tolisso. Ein Guerrero war es, der es hier versucht. Mit dem schwachen rechten Fuß. Und dabei segelt im Endeffekt ein bisschen über den Kasten hinweg. Das war die dickste Chance nach dem Ausgleichstreffer für den BVB. Hätte eventuell der Führungstreffer sein müssen. Allerdings ist er es nicht und dementsprechend weiterhin 1:1. Und das war dann im Endeffekt auch das Endresultat, denn es passierte nichts mehr in der Bayer-Arena. Nur noch diese Aktion. Karim Bellarabi mit einem ganz, ganz unnötigen Foul hier gegen den Kollegen Guerrero auf der Außenbahn. Kriegt dafür auch die gelbe Karte und wir sehen, das war eine Menge Frust dabei. Konnte sich heute nicht so hervortun wie Marco Reus. Und auch wenn nichts mehr passierte, diese letzte Kombination des BVB wollen wir uns trotzdem nochmal angucken. Denn das macht sie stark, diese Saison. Das Kombinationsspiel schön mit der Hacke weitergeleitet. Schönes, schnelles, direktes Spiel. Aber heute wollte es einfach nicht so wirklich funktionieren. Die Leverkusener standen gut, können das Ganze klären. Tolisso nochmal auf Isak. Eingewechselt für Aubameyang, der versucht es, aber der junge Schwede kann den Ball nicht im Tor unterbringen, wäre auch zu schön gewesen, MGT wird sich, wie wir gleich sehen werden, darüber ärgern, allerdings geht ein Punkt gegen Leverkusen, kann der BVB heute durchaus zufrieden sein, denn das bessere Team waren sie über die Majorität der Spielzeit definitiv nicht. Danach war Schluss, Jascha Zuhörde pfiff die Partie ab, 1:1, also zwischen der Werkself und dem BVB, ein Duell zwischen zwei Champions League Aspiranten, das im Endeffekt genau so gelaufen ist, wie man es hätte erwarten können. Leverkusen stark in der ersten als in der zweiten kam der BVB zurück, aber sie müssen diese Konstanz in die erste Halbzeit projizieren. Ansonsten wird es ganz schwer, vor allem jetzt demnächst in der Champions League. Da geht es unter der Woche gegen Beşiktaş Istanbul. Istanbul. Es ist halt schon hart ärgerlich, ne? Wir waren total überlegen eigentlich, hatten die deutlich besseren Chancen, abgesehen von dem Schuss von Brandt und ziehen dann nur einen Punkt aus diesem Spiel raus. Das ist echt doof. Und so sind es jetzt schon 4 Punkte auf den FC Bayern, was natürlich schwer wird. Ich meine, wir haben noch die beiden Spiele gegen Bayern. Also wenn wir die gewinnen und wenn wir dazu dann halt die Spiele gewinnen, die Bayern auch gewinnt, also an den gleichen Spieltagen, dann passt das. Aber ob wir das schaffen? Fragen wir doch mal euch. Hier ist eine Infokarte. Und zwar, glaubt ihr, dass wir tatsächlich Bayern auch einholen werden? Und glaubt ihr, dass wir Meister werden? Oder glaubt ihr, das wird nicht funktionieren? Und da wir Länderspielpause haben, haben wir sogar nochmal Training und zwar mit Emre Mor das erste Mal und die Ergebnisse sind halt echt schwach, ne? Aber vielleicht können wir ja die gucken. Simulation gegen Hertha im Signal Iduna Park. Haben gegen Hamburg 2:1 gewonnen, gegen Gent unentschieden gespielt in der Euroleague und gegen Frankfurt unentschieden gespielt 1:1. Die sind ja auch ganz oben in der Tabelle, wie in Realität. Mal sehen, wie wir das machen. Wir haben 2 Änderungen in der Startelf. Castro spielt für Weigel und Schmelzer spielt für Guerrero. Haraguchi macht das 1:0. Also Leute, defensiv müssen wir da echt noch dran arbeiten. Jetzt verletzt sich auch noch Dembélé. Das wird immer schöner hier. Normalerweise sollten wir solche Spiele gewinnen. Schmelzer, Ausgleich, Castro, Führungstreffer. Innerhalb von 3 Minuten. Isak kommt für Dembélé. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Schürrle für Tolisso. Das ist irgendwie ein seltsamer Wechsel. Ibisevic macht den Ausgleichstreffer. Ach, sowas darf nicht passieren zu Hause. Wir dürfen nicht die ganze Zeit unentschieden spielen. Jetzt sind es wahrscheinlich schon 6 Punkte Rückstand auf die Bayern. Dembélé fällt Gott sei Dank nur 3 Tage aus. Prellung am Schenkel, wahrscheinlich wieder Ganzkörperprellung, so wie wir den kennen. Aber das ist halt, oh, das ist so bitter. Ich kann das nicht ertragen, dass wir so dumme Punktverluste haben. Aber es ist halt realistisch, ne? Simulation macht's halt doch real. Blutleer und ohne den letzten Funken Kreativität. So beschrieb MGT das Spiel des BVB gegen Leverkusen vor dem Champions League Auftritt im Signal Iduna Park gegen Beşiktaş Istanbul. Das erste Spiel zu Hause, so gut reingekommen in die Champions League mit den Siegen auswärts im Old Trafford und im Camp Nou gegen den großen FC Barcelona und das so unglaublich reiche Manchester United. Aber in der Liga, da läuft es auch gegen Gegner wie Mainz oder Leverkusen nicht. Beşiktaş bisher nicht gut reingekommen in die Champions League Saison, noch mit 0 Punkten auf dem Tableau als letzter. Heute so ein bisschen fast schon die letzte Chance, denn wenn sie nicht gewinnen, könnte das eng werden. Auch mit der Euroleague-Quali in der Hammergruppe des BVB. Horn, Piszczek, Sokrates, Semedo und Guerrero, Götze, Weigel, Tolisso, Aubameyang, Reus, keine Überraschung. Doch, denn Emre Mor stand in der Startelf für den leicht angeschlagenen Usman Dembélé. Dementsprechend der erste Auftritt für den türkischen Nationalspieler gegen den türkischen Vertreter in dieser gerade erwähnten Hammergruppe. Und bei Beşiktaş Fabrizio, Gönül, Rodolfo, Marcelo, Adriano und dann das zentraldefensive Mittelfeld mit Hutchinson und Inla. 2 sehr, sehr starke, allerdings auch sehr, sehr ruppige Spieler. Davor dann Quaresma, Talisca auf der Stürmerposition Cenk Tosun und auf der linken Verteidigerposition Chana
Erkin. Also eine starke Elf auf jeden Fall bei Beşiktaş Istanbul. Auf der anderen Seite aber die etwas bessere, zumindest von den Namen her. Das muss allerdings nichts bedeuten, denn gerade in solchen Spielen, in denen viele Beşiktaş-Fans im Stadion sind, in diesem riesigen Signal Iduna Park, kann die Mannschaft über sich hinauswachsen. Das musste aber auch der BVB tun, um irgendwie dem Trainer und den Fans wieder gerecht zu werden. Vor allem die Aussage, dass die Fans für diese blutleeren Vorstellungen zu viel Geld bezahlen würden, als dass es sich für sie lohnen würde, sollte ein bisschen am Ego und Selbstverständnis der Spieler gekratzt haben. Mal sehen, ob es heute besser werden sollte. Wie gesagt, der erste Heimauftritt, es würde sich doch dementsprechend anbieten, mal eine richtig gute Leistung zu bringen. Der Schiedsrichter der Partie, heute ein Franzose, mit dem haben die BVB-Fans in jüngster Vergangenheit nicht so viel gute Erfahrungen gemacht. Robot hat bereits in der letzten Euroleague-Saison einige Mal in den BVB gepfiffen. Damals waren die Ergebnisse nicht unbedingt wünschenswert für die Dortmunder. Mal sehen, wie es heute werden sollte. Er pfiff unter anderem das Spiel gegen den FC Liverpool an der Anfield Road, was man verlor. Und auch hier ging es genauso wie damals nicht sonderlich gut los. Und zwar, weil Chana Yaki nicht angegriffen wird und Tosun das 1:0 macht. 23 Minuten. Wir haben noch nichts gesehen vom BVB. Das war die erste gute Chance von Beşiktaş Istanbul und es steht direkt 1:0. Erkin wird nicht richtig angegriffen und Horn macht in seinem 16er auch nicht die allerbeste Figur. Momentan auch die Rücknummer 12 und so wird das auch hundertprozentig nicht schnell die Nummer 1 werden. MGT natürlich ernüchtert über diese Entwicklung hier in der Anfangsphase und Beşiktaş machte weiter und hatte richtig Lust. Der ehemalige Benfica-Akteur Talisca ist das hier, der Brasilianer, und diesmal kann sich Horn auszeichnen. Aber trotzdem, der BVB viel zu schwach in dieser Anfangsphase. Es kam original nichts nach vorne von den Schwarz-Gelben. Nach 35 Minuten zumindest mal die Richtung, die stimmte. Aubameyang aber ganz, ganz schwach gegen den ehemaligen 96er Marcelo und Adriano auf der Linksverteidigerposition. Und Benfica, Beşiktaş, versuchte zu antworten und nach vorne zu spielen über Chana Erkin, der sich sogar noch behaupten kann gegen Piszczek, zumindest im Ansatz. Und dann diese Situation hier. Glück für den BVB, kann man sagen, denn erst kommt der Bodycheck von Sokratis gegen den ehemaligen Barcelona-Akteur Adriano, der hier auch die gelbe Karte bekommt. Und dann rutscht der ihm aus und unglücklich in die Hacken. Gibt es auch Schiedsrichter, die das andersrum entschieden hätten. 50-50-Entscheidung, allerdings so zumindest der erste und einzige Lichtblick des BVB in der ersten Halbzeit. Cenk Tosun hatte dafür gesorgt, dass es hier mit 1:0 in die Kabine ging und somit gar nicht gut aussah für die Schwarz-Gelben, die noch original, ich lüge nicht, nichts nach vorne produziert. Dann auch im zweiten Durchgang zunächst einmal nur die Türken in der Offensive über Adriano. Schöner Versuch, gerade gelb verwarnt, jetzt mit diesem Schuss gegen Timo Horn, der sich wieder auszeichnen kann. Aber der BVB tatsächlich wieder auf dem Weg nach vorne. Könnte da vielleicht was gehen über Emre Mor, von dem haben wir noch gar nichts gesehen in dieser Partie bisher. Deswegen ja vielleicht jetzt seine Chance, sich mal ein bisschen auszuzeichnen. Macht das an sich sehr gut, aber keine Anspielstation und dann kommt der Abschluss zu überhastet. Das sah nicht gut aus und es wurde nicht wirklich besser. Bis zur 70. Minute, bis tief in die zweite Halbzeit. Dann Aubameyang, der ist doch schnell, der kann sich doch mal durchsetzen gegen Marcelo. Den kennen wir aus Hannover, so schnell kann der nicht sein, aber grätschen kann er. Und Gott sei Dank für den BVB, auch wenn das nicht die alleroffensichtlichste Entscheidung war, weil auch der Ball touchiert wurde, gibt es den Freistoß und die gelbe Karte gegen den brasilianischen Innenverteidiger und somit eine gute Gelegenheit, zumindest irgendwie ranzukommen. Wir sehen es in der Wiederholung. Er trifft erst Aubameyang und dann den Ball. Ja, ganz, ganz knifflig. Aber, wie gesagt, eine ganz, ganz gute Position für Marco Reus, nicht für Aubameyang. Der wird von MGT von außen angebrüllt. Geh da weg, lass Marco schießen. Du bist zu kopfballstark. 1,87 Meter groß. Da ist es wohl richtig, dass Marco Reus lieber diesen Freistoß reinbringen sollte. Die Kopfballstärke ist bei Beşiktaş nicht unbedingt gegeben. Und da sehen wir hier, allerdings ist es nicht Aubameyang, der trifft, sondern Corentin Tolisso, der Neuzugang von Olympique Lyon, macht den Ausgleichstreffer. Die erste Gelegenheit, der erste Torschuss und Fabrizio ist geschlagen, kann da aber auch nichts machen. Am 5-Meter-Raum kommt er frei zum Kopfball. Ganz, ganz schwach verteidigt von der Beşiktaş-Defensive. Und dementsprechend hat er keine Probleme einzunicken. Der Junge, der Corentin Tolisso, Neuzugang, wie gesagt, vor der Saison gekommen, soll das Mittelfeld verstärken, gerade in der Champions League. Und trotz seiner jungen Jahre geht er hier voran und macht den Ausgleichstreffer in der 74. Minute. Und jetzt hatte der BVB Blut geleckt. Und plötzlich spielten sie genauso, wie die Fans das sehen wollen. Sie spielten schnellen, direkten Fußball nach vorne. Marco Reus hier mit dem Ball in die Spitze, nachdem er zunächst noch abgewatscht wird. Mario Götze, Doppelpass mit Aubameyang. Götze, 2:1.
Was war denn plötzlich los? Nur 4 Minuten nach dem Ausgleichstreffer war die Führung für den BVB durch Mario Götze. Wunderbares Zusammenspiel, auch von Götze noch nicht gesehen in dieser Partie. Und dann dieser Doppelpass, dieser Abschluss, zu präzise für Fabrizio. Der Signal Iduna Park steht Kopf, die Fans können ihr Glück gar nicht fassen. Nach einer so unfassbar schlechten Vorstellung bisher tatsächlich die Führung für Borussia Dortmund und auch MGT. Weiß natürlich, dass das eine Menge Glück einforderte und sicherlich das Karma-Konto des BVB zumindest in Ansätzen geleert hat. Auf der anderen Seite dann aber direkt wieder die Unbesorgtheit in der Defensive. Da steht Erkin im 16er und köpft den Ball übers Tor. Das war eine hundertprozentige Gelegenheit. Den muss er normalerweise machen, macht er aber nicht. Und dann ging das kongeniale Duo, das 2:1 erzielt hat, runter. Dafür Niklas Stark und Alexander Isak drin. Isak, der zuletzt ganz, ganz knapp seinen ersten Treffer für den BVB verpasste in der Bundesliga gegen Bayern 04. Vielleicht kann seine Schnelligkeit jetzt nochmal helfen in der Schlussphase für Konter. Im Gegenteil, es kam nochmal Chana Erkin gegen Semedo. Feld, gibt's den Elfmeter? Nein! Aber ist das die richtige Entscheidung vom französischen Schiedsrichter Robot? Wir sehen hier, Semedo fährt den Arm aus, er drückt ihn ein bisschen runter. Es gibt Schiedsrichter, die dagegen den Portugiesen entschieden hätte, aber Robot macht es nicht. Und somit der BVB mit Glück, mit ganz, ganz viel Glück, mit dem dritten Sieg in der Champions League Gruppenphase. Es war ein Krampf, den Dortmundern zuzugucken, aber wieder, genauso wie gegen Leverkusen, gehen sie nicht leer aus. Nein, sie sind sogar erfolgreich, haben damit 9 Punkte und es sieht super aus. Kurs Achtelfinale für den BVB. Besiktas ist so gut wie ausgeschieden. Kaum noch Chancen in dieser Hammergruppe auf die Euroleague. Und das trotz einer couragierten Leistung. Sie waren besser, aber der BVB gewinnt. Dank Götze und Tolisso. Boah, war das unspannend, dieses Spiel. Eigentlich total unverdient, dass wir gewinnen, aber Gott sei Dank mal eine gute Chancenverwertung. Ganz ehrlich, Bayern spielt 2-2 gegen Turin, Monaco 1-1 gegen City, gegen Gladbach, Atletico 2-2 gegen City. Und United hat verloren. Ganz komische Ergebnisse. Mittlerweile ist sogar Frankfurt in der Liga vor uns. Das heißt, gegen Ingolstadt müssen wir gewinnen. Scouting Update 1 ist die reinste Katastrophe. Und Scouting Update 2 ist auch absolut nicht besser. Zu Gast beim FCI. Die haben gegen Köln verloren, gegen Hoffenheim verloren und gegen Gladbach unentschieden gespielt. Wir müssen gewinnen. In der Champions League läuft es richtig, richtig gut, aber in der Liga nicht. Und das muss geändert werden. Und Aubameyang trifft endlich mal, das wird auch langsam mal Zeit, nach 5 Minuten und bringt uns zumindest schon mal auf den richtigen Weg. Wir spielen mit Weigel und Bender im Mittelfeld, da kann er weniger Eigentore machen. Semedo ist drin geblieben und Schmelzer auf links wieder für Guerrero, wie immer in der Liga. 50 Minuten, Isak kommt für Reus rein, Castro für Tolisso, Groß für Cohen auf der anderen Seite. Momentan sieht es noch gut aus, wir dürfen nur auf keinen Fall den Ausgleich kassieren, weil das wäre jetzt ein absoluter Genickbruch und 1-0 würde mir schon komplett reichen und es bleibt beim 1-0 und damit haben wir 3 Punkte und die sind sowas verdient. Zur Feier des Tages noch ein letztes Training und dann war es das auch für diese Episode und nächste geht es dann weiter mit dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern und mit dem Ligaspiel, mit dem Derby gegen Schalke 04. Ich denke mal, da haben viele von euch Bock drauf, hoffe ich zumindest. Ergebnisse sind okay und ich hoffe, das hat euch gefallen und natürlich auch diese Episode. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung ab und abonniert diesen Kanal kostenlos, um keine Videos, vor allem von der Dortmund-Karriere, mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.